Freunde der totalen Sonnenfinsternis, willkommen zurück bei Metachemie. Hier ist Weg für euch am Mikrofon. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. In den letzten Tagen, in diesem gesamten Rammstein-Wahnsinn, ist mir etwas so ein bisschen, ja, aus den Augen gefallen. Gibt es so ein Sprichwort aus den Augen gefallen? Aber ihr wisst genau, was ich meine. Am 29. April erscheint das neue Rammstein-Album. Da war ich mega fixiert drauf. Und wisst ihr was? Am 29. April erscheint auch das neue Solowerk von Matt Gonzerör, dem Gitarristen von den Onkelz. Was wir bereits darüber wissen, was er darüber schon gesagt hat, oder besser gesagt auf den Social Medias und auf der Homepage darüber berichtet hat, gleich direkt nach dem Intro. Für die Rock- und Metal-Fans, insbesondere was den deutschsprachigen Raum betrifft, empfehle ich hier ein Abo, dann bleibst du immer up to date. Ab Mai bin ich regelmäßig online, mindestens 2 Videos pro Woche. Aber das ist ein anderes Thema. Heute beschäftigen wir uns um Gonzo. Yes, das neue Soloalbum wird erscheinen am 29. April. Und einiges konnten wir schon darüber lesen. Zum Beispiel hier auf der böse Onkels Homepage. Und für alle, die nicht lesen können, bin ich ja zum Glück da. Pünktlich zu meinem 60. Geburtstag mache ich euch und mir ein schönes Geschenk. Ein brandneues Soloalbum Dead Slow. Am Titel erkennt ihr schon, aha, es wird wieder ein englischsprachiges. Erscheint am 29. April 2022 auf allen gängigen Streaming-Portalen. Zusätzlich gibt es in Kürze eine limitierte und nummerierte Auflage als Vinyl für alle Fans, Sammler und Audiophile. Von CD, von der Kompaktdisc ist hier erstmal nicht die Rede. Ist ein schlechtes Zeichen für mich. Das Album enthält 10 brandneue Songs. Temporary Love, For My Sins, Goodbye, On My Own, Keep You, Dead Slow, also den Titeltrack, Same Old Song and Dance, Only You, Time of My Life, 1976. Dead Slow wurde in den Custom Garage Studio Dublin Budapest in den Union Recording Studios Los Angeles, USA aufgenommen und in den Abbey Road Studios London, England von Paul Pritchard abgemischt. Yes, also echt die Abbey Road Studios. Da hat sich schon alles versammelt, was Rang und Namen hat. So wie von Olli Morgan gemastert. Das Cover Artwork stammt von Leonard Mankaus. Der hat auch schon mal was für die Onkels gemacht und hatte auch für Gonzo. Der hat doch mal diese Biografie geschrieben oder ein Buch hatte der geschrieben. Das Cover ist auch von Leonard Mankaus. Die Musiker, die auf dem Album mitwirken, sind Matt Gonzerör. Das ist jetzt keine große Überraschung. An der Gitarre, Synthesizer, Bass, Gesang. Gesang nicht, Entschuldigung. Zum Gesang kommen wir jetzt. Sach Dowsie Dowd, Vincent Röhr. Vincent Röhr ist der Sohnemann von Matt Gonzerör. Der ist auch schon mal mit den Onkels aufgetreten. Hier sehen wir den jungen Mann. Er wird die Keyboards betätigen im Album. Und Shami Tokep sieht sehr ungarisch aus und scheint auch ungarisch zu sein. Und als ich diesen Namen gesucht habe, kam ich nur auf irgendwelche PC-Seiten auf Ungarisch. Und Langscheid sagt, ey, Vic, erstmal hast du das falsch geschrieben. Zweitens ist das kein Name, sondern bedeutet PC auf Ungarisch. Ja, gut, also ich kenne den Musiker leider nicht, kann dazu jetzt nicht viel sagen und Norbert Nebenführ, dazu kommen wir gleich, wer das ist. Aber am interessantesten zu wissen ist doch, wer ist eigentlich dieser Sänger? Wer ist dieser Sech Dowd, Entschuldigung, Freunde, mit dem Künstlernamen Dowsie? Ich habe das Ganze mal gegoogelt, ich finde eigentlich nichts Großartiges, außer diesen jungen Mann hier. Meet Dowsie, so heißt dieser Artikel von Voyage LA. Kurzum, er ist eigentlich kein Rocksänger. Seine Musik erinnert mehr an Machine Gun Kelly. Und kann das dann der Sänger von Gonzos Soloprojekt sein? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also es ist wirklich so dieser moderne Hip-Hop. Aber wenn wir an Machine Gun Kelly denken, er hat ja auch das Album rausgebracht, Tickets to My Downfall. Und er hatte wirklich mit seinem Gesang überrascht. Da hatte Sachen rausgehauen, die hätte ich von ihm nicht erwartet. Und wirklich sehr gut und sehr kraftvoll. Stimme und Stil erinnert mich sehr an Machine Gun Kelly. Wenn dieser gute Mann tatsächlich das Ganze auch so bei Gonzo raushauen kann, dann wird das eine ziemlich fette Sache. Also wenn er tatsächlich der Sänger ist, aber ich finde sonst keinen anderen Sänger im World Wide Web. Gut, jetzt wissen wir, mit wem wurde das Album aufgenommen, wo wurde das Album aufgenommen, aber wie zum Teufel hört sich diese Scheibe jetzt eigentlich an? Das möchte ich mit euch jetzt
anschauen. Auf der Homepage von Gonzo gibt es noch weitere Informationen zum Thema Dead Slow und nicht immer gute. Das neue Album von Matt Gonzo-Röhr, Dead Slow, erscheint am 29. April. Das hatten wir schon in rein digitaler Form auf allen gängigen Streaming-Portalen. Das finde ich unsäglich. Das hatten wir schon bei Limp Bizkit gehabt, bei Still Sucks. Dass das nur auf den Streaming-Portalen erhältlich war, ich finde das scheiße. Ehrlich gesagt, mir fällt dazu nichts ein. Ich möchte eine CD in der Hand haben, ich möchte eine CD bei mir im Autoradio reinlegen oder sie hier in meine Jukebox reinlegen und dann ordentlich Musik hören. Aber echt, mit diesem digitalen Kack kann ich persönlich nichts anfangen. Für mich ist Spotify ganz gut, um mal in eine CD reinzuhören, um zu entscheiden, möchte ich die CD haben oder nicht. Aber wenn ich sie haben möchte, möchte ich sie auch kaufen und ein Booklet haben, wo ich reingucken kann. Das ist für mich eine schlechte Nachricht. Allerdings wird in circa einem halben Jahr eine auf 300 Stück limitierte Vinyl-Ausgabe des Albums für alle Sammlerfans und Audiophilen erscheinen. Ganz ehrlich, ich habe schon mal versucht, so eine Vinylscheibe bei mir im CD-Player im Auto reinzustecken. War nicht so erfolgreich. Ich habe es dann auch geknickt und so. Nein, habe ich natürlich nicht. Das geht völlig an der Zielgruppe vorbei. Mir ist wohl bewusst, dass Spotify bei der jüngeren Generation offensichtlich den größten Anteil des Musikkonsums ausmacht. Ja. Und wisst ihr was, das ist ja auch gar nicht schlimm. Die Zeit geht vorwärts. Jede Generation hat seinen Weg zur Musik gefunden und für die neue Generation ist es nun mal Spotify. Aber für mich als 35-Jähriger, ich glaube, ich gehöre wahrscheinlich zu den jüngeren Onkels-Fans. Mit 35 Jahren möchte ich nicht Spotify hören, ich möchte eine CD haben. Und die Leute, die noch älter sind, mindestens eine CD, wenn nicht CD und Vinyl gleichzeitig. So ist meine Meinung. Wenn ich das falsch sehe, ihr könnt es mir gerne aufschreiben, ihr könnt mir gerne sagen, ey Vic, ich bin 50 und ich will keine CD haben, weil ich Spotify habe. Generell ist Spotify irgendetwas für eher die Pop-Zielgruppe als für die Rock- und Metal-Zielgruppe. Aber gut, ne? Schreibt es mir gerne auf. Wie seht ihr das? Das würde mich brennend interessieren. Da müssen wir auch mal ein Video drüber machen. Spotify, ist das denn wirklich geil für uns oder für unsere Zielgruppe? Ist das zielrichtend für Rock und Metal? Wir möchten euch hier einige Informationen zum neuen Album geben. Das Album enthält 10 Songs, alle geschrieben von Gonzo. Die Mitwirkenden neben MGR, also Matt Gonzo Röhr auf dem Album sind Zech Daud, Vocals, Vincent Röhr, Keyboards, das hatten wir alle schon, und Norbert Nebenführ bei dem Song 1976. 1976, 1976, ich weiß, 1976 ist ein rein instrumentaler Song. Wie ihr wisst, ist Norbert ein alter Weggefährte von Matt. Beide haben zusammen im Sommercamp Lager... tut mir leid, da war ich jetzt im anderen Text, angefangen Gitarre zu spielen. Der Instrumentalsong 1976 nehmt euch mit auf eine Reise in das Jahr 1976, wo beide im Sommerlager sich eine Flöte, jetzt war ich wieder im anderen Text, und vermittelt das Lebensgefühl der beiden von damals, als sie mit ihrer Band Headliner im Keller des Elternhauses von Norbert die ersten musikalischen Gehversuche starteten. Was erwartet euch sonst auf ein Album? Wie hört sich also das Album an? Moderner Bluesrock britischen Einschlags. Also mit modernen Blues kann man ziemlich viel anfangen. Es reicht von Pontius bis Pilatus. Das ist das Album, das ich schon immer machen wollte. Ohne Kompromisse, eine Reminiszenz an meine Helden. Zitat Matt Gonzo Röhr. Moderner Blues, das kann alles sein, das kann auch irgendwie nichts sein. Wie gesagt, von Pontius bis Pilatus reicht für mich moderner Blues. Da denke ich zum Beispiel an B.B. King, der wirklich soft und mit einem extrem hohen Flow und wirklich sehr bluesig, also sehr tiefgreifend die Musik gestaltet. Und dann denke ich wieder auch an John Norum als andere Seite der Medaille, der wirklich rotzig, rockig, frech Gitarrenbretter zusammenbastelt. Für die, die es nicht wissen, er ist Gitarrist bei Europe. Albumtipp von mir, Play Yard Blues. Hört es euch an. Ich habe es auch erst einige Jahre nach der Veröffentlichung entdeckt, aber ich liebe diese Scheibe. Aber beides ist für mich moderner Blues. Soweit die Fakten und die offiziellen Aussagen. Und jetzt lade ich euch mal ein bisschen ein, mit mir gemeinsam zu spekulieren. Wie könnte sich dieses Album anhören? Ich möchte jetzt hier
vom besten Falle ausgehen, wo ich das allergrößte Potenzial sehe. Was ich mir tatsächlich erhoffe, gut, was ich mir wirklich erhoffe, ist immer noch, dass Amy Lee, also die Sängerin von Evanescence, irgendwann kleine Kinder mit mir machen möchte. Das ist diese gute Frau hier. Aber wie komme ich jetzt darauf genau, was ich mir eigentlich von Gonzo erhoffe? Da schalte ich jetzt einmal um. Zack, was ich mir von Gonzo erhoffe, ich hoffe nicht, dass er mit mir kleine Kinder machen möchte. Gut, wenn es förderlich für die Karriere ist, dann lasse ich einiges zu und... Ach, Freunde, hier. Matt Gonzo hat schon 4 Soloalben rausgebracht. Die ersten beiden, die sehen wir hier links, unterscheiden sich deutlich von den letzten beiden hier rechts. Wir haben einmal dieses Bada Te Te Chuku Yuku Muku und dann haben wir Out of the Great Depression. Das Ganze hat irgendwie einen sehr rockigen Flow, es ist easy listening und hat jetzt nicht die großen Kanten und Ecken. Man fließt so mit der Musik, das kann man so im Hintergrund laufen lassen, während man so an der Cocktailbar sitzt und seine Cocktails schlürft. Es wurde auch mit der gleichen Formation aufgenommen, also am Gesang, Schlagzeug, Bass und Gitarre. Die anderen beiden Alben sind jedoch ganz anders. Besonders Blitz und Donner wirkt sehr, sehr kantig. Es ist Deutschrock. Das zweite Album Zuflucht vor dem Sturm ist natürlich auch kantig. Das wurde von Rookies and Kings produziert, also das Label von Philipp Burger. Und man merkt auch die Handschrift. Zuflucht vor dem Sturm ist tatsächlich für mich persönlich das beste Gonzo-Album, obwohl ich immer noch das größte Potenzial in den ersten beiden Alben sehe. Gonzo hat nun mal diese zwei Adern. Er hat seine Deutschrock-Ader und er hat diese Ader von dieser südamerikanischen oder auch nordamerikanischen Musik, weil man auch wirklich ganz viel US-Klänge herausfiltern kann. Wie wär's mit einer Fusion, ja, wie bei Dragon Ball Z, wenn diese zwei Stärken gemeinsam auf ein Album gepresst werden? Und jetzt möchte ich nochmal umschalten auf Online. Ja, Emily, ne, bisschen muss noch auf mich warten, ich muss das Video hier noch zu Ende machen. Und wenn diese beiden Stärken auf ein Album gepresst werden, das wäre für mich eine einzigartige Sache. Wir hätten eine Stärke, noch eine weitere Stärke dazu und auch eine Einzigartigkeit. Mir fällt jetzt nicht so die Deutschrockband ein, die stets mit amerikanischen Klängen oder südamerikanischen, nordamerikanischen Klängen arbeitet. Ich glaube, das wird eine ziemlich fette Sache. Wenn das so kommen sollte, ich mag das Cover, es gefällt mir sehr, es hat wirklich ein mega US-Flair und schafft schon eine sehr gute Stimmung. Das ist auch nochmal der Grund, warum eine CD wirklich vonnöten ist. Das Auge hört mit. Ich möchte ein Booklet haben, wie gesagt, ich möchte reingucken, ich möchte Bilder sehen, auch gerne von barbusigen Frauen. Ja, aber ich möchte Bildchen haben. So. Ihr wisst, was ich meine. Ich hatte letztes Mal das Mysterium mit den verklebten Seiten meiner Zeitschriften. Das Auge hört einfach mit. Auf der Homepage von Matt Gonzo Röhr finden wir noch weitere Informationen, die in einem englischen Pressetext verfasst sind. Zu dem Sänger finden wir auch nur, dass es ein junger amerikanischer Sänger ist. Leider auch nicht mehr. Allerdings, sehr interessant, diese Konstellation hat so viel Spaß gemacht, es wird garantiert eine Fortsetzung geben. Und die steht auch in Tradition mit seinen vorherigen Projekten. Ich schalte nochmal auf Alben um. Wie gesagt, links die zwei Alben, die wurden in gleicher Besetzung aufgenommen. Rechts auch. Da gab es nur beim Bass einen Wechsel. Ansonsten war das auch hier die gleiche Band, die zugange war. Dementsprechend in dieser Tradition gesehen müsste auch Dead Slow in der gleichen oder zumindest sehr ähnlichen Formation eine Fortsetzung finden. Als kurzes Update, weil ich ja auch noch ein DRW-Video machen wollte, aber es scheinen keine neuen Informationen zu geben. Ich wollte ein neues DRW-Video machen, sobald wir wissen, wann das Album erscheinen wird. Wir wissen, DRW geht auf Tour. Ich werde am 9. November in Osnabrück im Rosenhof sein. Vielleicht sehe ich jemand von euch dort. Ich freue mich auf das Konzert. Mega. Ich war schon zweimal bei DRW. Zweimal und ich war nie enttäuscht. Ich mochte das. Also die Performance von denen, die ist jetzt nicht besonders spektakulär. Es ist einfach nur die Musik. Und in diesem kleinen Rahmen,
Ja, Rosenhof ist nicht groß, das ist jetzt kein Stadion oder sonst was. Ist das einfach sehr nahbar und man hat wirklich dieses Live-Feeling, dieses pure Live-Feeling ohne großes Feuerwerk und hast du nicht gesehen, man steht direkt an der Bühne und man kann die Leute im wahrsten Sinne des Wortes fast schon greifen. Ich hatte im letzten Video vermutet, dass es tatsächlich auch ein Album wird, was positiver gestimmt ist. Er hat es zwar selber auch gesagt, aber das eine ist, was die Künstler sagen, das andere ist, was tatsächlich bei rumkommt. Ich habe den Glauben geschenkt und für dich, also ein Albumtrack, wurde veröffentlicht. Es hat eine sehr positive Grundausrichtung und handelt von Abschied, handelt von Tod und ist trotzdem sehr positiv anzuhören. Also wenn das eins der deprimierendsten Themen auf dem Album sein wird und es sich so positiv anhört, dann sage ich euch, wird das ein ganz anderes Der W-Album. Ein fröhliches Ding, nur im Stile von Der W. Wird schon geil. Freunde, eure Meinung zu Spotify und Co. Bei Singles kann ich ja gerne verstehen, dass man für diese 2-3 Singles, die man verkauft heutzutage, keine große Produktion mehr machen möchte. Aber beim Album, naja, was haltet ihr davon und worauf freut ihr euch mehr? Auf das Gonzo-Album oder auf das Der W-Album? Und jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Würdet ihr euch wünschen, dass Kevin Russell mit Veritas Maximus, glaube ich, hieß die Band, noch ein zweites Album aufnimmt? Oder Peter P. Schorowski nochmal solo ein zweites Ding aufnimmt? Fragen über Fragen. Und solange ihr euch mit diesen Fragen beschäftigt, könnt ihr euch hier zwei Videos von mir angucken. Ich bin Vic von Metachemie. Haltet euch gesund. Bis bald. Und gehabt euch wohl, habt euch lieb und ich schaue mir jetzt die Instagram-Seite von Amy Lee weiter an.